Sonst werde ich Sie wegen Beleidigung verklagen, Sie. Gar nichts nehme ich zurück. Stehen Sie doch früher auf oder ziehen Sie wieder aus. Wenn das hier ist, das ist ein Mietshaus und kein Sanatorium. Aufhören, aufhören, aufhören! Wallerspielen, Wallerspielen, Wallerspielen! Ich verlange hier meine Ruhe. Und so haben wir denn eine Hausordnung, weil hier kann doch nicht jeder einer machen, was er will. Ach nicht? Was, gehen Sie doch früher in die Klappe. Kommen Sie morgens auch wieder hoch mit Ihrem Hintern. Ich will Ihnen mal sagen, das ist unerhört, was Sie sagen. Ich bin ein korrekten Beamter, das merken Sie sich gar nicht. Beamter, wenn ich das schon höre. Wissen Sie, was Sie sind? Ja? Sie sind, jawohl, das sind Sie. Was für eine Beleidigung. Habe ich was gesagt? Nee, gesagt nicht, aber gedacht haben Sie was. Das habe ich, jawohl, und das nicht so knapp. Na, warte Denk mal. Darf man ja wohl noch ich nicht. Ich werde mich beim Hauswirt über Sie beschweren. Da können Sie Gift drauf nehmen. Ja, das tun Sie mal ruhig, Herr Steuerinspektor Brummer. Aber dann vergessen Sie ja nicht, ihm zu sagen, dass Sie noch nicht einmal die Treppe gemacht haben, seit Sie hier wohnen. Glauben Sie mir ja nicht, dass ich immer den Dreck für Sie wegmache. Soll ich mich als Beamter hier vielleicht herstellen und die Treppe machen? Oh, wie Sie das machen, das ist mir doch egal. Aber wenn Sie so für die Hausordnung sind, haben Sie genauso gut wie jeder andere die Treppe zu machen. So, das hat aber damit gar nichts zu tun, dass Sie Ihre Kammer abvermietet haben, nicht? Das steht ausdrücklich im Mietevertrag, dass das verboten ist. Sind Sie der Hauswirt hier? Nee. Na also, dann kümmern Sie sich auch nicht um Sachen, die Sie gar nichts angehen. Sie haben da keine Last davon. Ja, voll habe ich das, der Krach. Ach, was Krach. Das bisschen Musik stellen Sie sich doch nicht an. Und dann will ich Ihnen noch mal was sagen. Wenn Sie noch einmal Ihre nasse Wäsche auf dem Balkon aufhängen, dass das alles zu mir rüberkleckert, dann reiß ich die Plünnen eigenhändig runter, das merken Sie so. Ja, dann nehmen Sie mal erstmal Ihre Kanickel vom Balkon, nicht? Kann ja kein Fenster mehr aufmachen vor Gestank. Kanickel? Ja. Das ist ja unerhört. Das sind Kaninchen. Das sind Zuchttiere, die haben auf der Ausstellung den ersten Preis gekriegt. Die stinken nicht. Und wenn Sie 10-mal den ersten Preis gekriegt haben, dann stinken Sie doch. Die stinken. Aufhören, hab ich gesagt! Spielt ja gar nicht mehr! Was? Tatsächlich.
Na, Sie werden ja sehen. Ich werde das melden, dass Sie die Kammer abgegeben haben, nicht? Ja. Wir wollen doch mal sehen, ob das hier keine Gerechtigkeit gibt. Das tun Sie dem Mann ruhig. Ich vermiete meine Kammer so viel und so lange, wie ich will. Da werde ich gar keinen Menschen drum fragen. Das wird sich ja rausstellen. Das wird es denn, ja. Unverschämte Person, Sie! Dämliches Mannsvolk! Also, wenn mich nicht alles täuscht, war hier doch wieder der schönste Krach hingegangen. Ach, zu schade, dass ich das nicht alles mitgekriegt habe, was da wohl wieder los war. Doch mal sehen, ob ich das nicht rauskriege, was die wieder miteinander hatten. Morgen, Frau Knopf. Kann ich vielleicht mal bitte den Waschküchenschlüssel haben? Ich wollte gern ein paar Stücke auswaschen. Oder sind Sie noch nicht fertig in der Waschküche? Ja, in der Waschküche wohl, aber den Boden habe ich noch voll hängen. Ach, das mache ich ja gar nicht. Ich habe mal ein bisschen klein, komm. Kann ich ja dabei hängen, ne? Ja, wie Sie wollen. So, aber ich habe die Waschküche noch gar nicht reingemacht. Da wollte ich nachher erst dabei. Och, das kann ich doch machen, Frau Knob. Mach mir doch nichts aus. Nee. Das mache ich schon selber. Bringen Sie mir den Schlüssel mal nachher wieder rauf, wenn Sie fertig sind, ne? Was war denn das für ein Lärm eben hier oben? Hat der da wieder Krakeel gemacht? Und nun tun Sie doch nicht so, als wenn Sie das nicht mitgekriegt hätten. Sie stehen doch meistens unten im Treppenhaus und horchen, was hier los ist. Aber meine beste Frau Knob, also der Schlag soll mich treffen, wenn ich auch nur ein einziges Wort gehört habe. Ich habe noch neulich zu meinem Mann gesagt, Otto, habe ich gesagt, da haben wir vielleicht einen reingekriegt hier im Haus. So ein pensionierter Beamter, der weiß auch vor Langeweile nicht, was er anstellen soll, nicht? Der spekuliert doch förmlich darauf, womit mir der andere traktieren kann. Habe ich gesagt. Und wenn ich Ihnen guten Rat geben soll, lass mich bloß nicht von ihm unterkriegen. Wissen Sie, was ich von dem neulich gehört habe? Nee, das interessiert mich auch gar nicht. Aber ich habe nämlich keine Zeit zum Quatschen. Ja, aber davon. So was knallt ein Batz die Tür vor der Nase zu. Meint ja wohl noch wundern, was hier ist, die Madame. Ich krieg ja doch raus, was hier los war. Bimmel ich eben da an. Guten Morgen, Herr Brummer. Na, haben Sie ausgeschlafen? Ja. Ach, Herr Brummer, ich wollte Sie nur fragen, ob ich vielleicht für Sie die Treppe mitmachen soll. Ich meine nicht, dass ich mich aufdrängen will, aber Sie können sich als Mann ja nun nicht gut herstellen und hier die Treppe machen, nicht? Und mir macht das wirklich nichts aus. Ach, das ist aber sehr nett von Ihnen, Frau Boll. Ich will das ja auch gern bezahlen, doch, nicht? Herr Brummer, das sollen Sie doch nicht bezahlen. Das tue ich doch gern, das doch sozusagen. Nachbarspflicht, ach, das ist aber sehr freundlich. Ja. Dann brauche ich mir wenigstens von Frau Knob keine Vorhaltung machen zu lassen, ach, nicht? Ging der Krach darum? Ja, ich habe so ein bisschen gehört, aber ich habe das ja nicht eins mitgekriegt. Na, wissen Sie, die hat das ja gerade nötig, sich aufzuregen. Ja. Stellen Sie sich mal vor, will ich eben in die Waschküche nebenbei, wenn ich für Sie ein paar Stücken mit auswaschen soll, tue ich gern. Hab die doch noch nicht die Waschküche sauber. Und dann will die sich aufregen, dass sie die Treppe nicht gemacht haben. Also, was gibt das doch für Leute? So, darum ging der Krach. Ach, nicht alleine darum. Ich habe es mir bloß in aller Ordentlichkeit verbeten, dass Ihr Untermieter das Grammophon so laut anstellt. Untermieter? Schon haben Sie eben Untermieter gesagt? Ja. Seit wann hat die denn Untermieter? Ja, das weiß ich nicht. Jedenfalls wohnt da einer in Ihrer Kammer, nicht? Oh, guck einer an, die hat einen Untermieter. Wer ist das denn? Ja, das kann ich nicht sagen, nicht? Das weiß ich nicht. Aber es steht doch ausdrücklich im Mietevertrag, dass das verboten ist. Aber natürlich, da haben Sie recht. Das brauchen wir uns auf keinen Fall gefallen zu gelassen. Wer weiß, was der uns alles ins Haus schleppt. Nun guck alle an, mit hier und mit. Also sowas. Hey, doch gleich mal den Hauswässer. Sie brauchen ja nun nicht zu erzählen, dass ich das gesagt habe. Man will ja nicht gleich als Tratschliese gelten, nicht? Nein, ich hätte ja auch gar nichts gesagt, wenn die nicht so unverschämt geworden wäre und hätte zu mir Miesepeter gesagt. Na sowas, aber auch das hat sie gesagt. Hat sie gesagt. Na ja. Was kann man von der auch anders verlangen, Herr Brummer? Scheuerfrau. Na ja. Zeitung trägt sie auch aus. Na, Herr Brummer, Arbeit. Können Sie sagen, was Sie wollen? Die passt hier einfach nicht ins Haus.
Ich habe neulich noch zu meinem Mann gesagt, Otto, habe ich gesagt, was haben wir für ein Glück gehabt, dass wir Herrn Brummer hier reingekriegt haben. Der Mann, der passt doch wenigstens zu uns. Mein Mann ist nämlich auch ein Beamter. So? Bei der Eisenbahn. Ah. Er verkuppelt die Bahn. Darum fühle ich mich aber trotzdem nicht zu schade, für Sie die Treppe zu machen. Ja, nee, Herr Brummer, Arbeit schenkt ja nicht. Nee. Ich gehe doch gleich nach Nebern. Ich muss nur aber runter. Ich habe einen Pott auf dem Feuer. Ja, Herr Brummer, bis nachher. Nee, und Sie können sich ganz einfach lassen. Nee. Einmal um Feuer bringe ich mich. Ja, mein nee, das ist ja tschüss, Herr Brummer. Überlegt, die paar Stücken kann ich auch bei mir auswaschen. Will sie doch nicht aus der Waschküche vertreiben, ne? Wie Sie wollen. Ja, und Sie haben Ihre Kammer vermietet, habe ich mal gehört. Ach nee, sind Sie da nur auch schon hintergekommen? Ach, wie schön für Sie, ne? Ist doch nicht einerlei, wenn man sich ein paar Groschen nebenbei verdienen kann. Also nee, das freut mich richtig für Sie. Aber dem Miesepeter da, dem passt das doch sicher nicht, ne? Och, das ist mir ziemlich egal, ob ihm das passt oder nicht. Haben Sie aber auch ganz recht, Frau Knob, geht ja schließlich auch kein Menschen was an. Denken Sie bloß mal an, fragt er mich doch tatsächlich, ob ich nicht für ihn die Treppe mitmachen will. Bitte, stellen Sie sich das mal vor, ich als Beamtenfrau soll mich hierher stellen, für ihn den Schienenkleier spielen. Na, so weit kommt es nicht. Haben Sie denn netten Untermieter gekriegt, wenn ich fragen darf? Ach, danke, ja, ich bin zufrieden. Ja, ja, ich meine nicht, dass ich neugierig bin. Aber was kann man denn nur für sonst Dübel verlangen, wo die Zimmer doch so knapp sind? Verlangen? Verlangen können Sie 200 Mark. Oh, aber ob Sie das kriegen, das ach ist so, ja. Was haben Sie denn für eingekriegt, wenn ich fragen darf? Können Sie schweigen, Frau Bolt? Oh, Frau Knob, ich will doch keine Draht schießen, ne? Dann schweigen Sie, Mom. So was. Hoppla! Oh, entschuldigen Sie vielmals. Ach, können Sie mir wohl sagen, wo hier ein Herr Brummer wohnt? Er wohnt da. Ach, oh, wollen Sie zu ihm? Verwandten von ihm. Ja, ich bin seine Schwiegermutter. Oh, wie nett. Seine was? Aber nicht weiter sagen, hören Sie? Sie wollen mich wohl am Arm nehmen, wa? Nee. Dafür suche ich mir was Jüngeres aus. Du machst mich ja. Hallo, Onkel Ewald! Dieter! Das ist aber nett, dass du mich mal besuchen willst. Tja, besuchen ist nicht ganz richtig, Onkel Ewald. Ich wollte nämlich hierbleiben, bei dir. Was, hierbleiben? Warum das denn? Ja, ich will weg von zu Hause. Warum denn dann? Weil mein Vater, der dein Bruder ist, nicht so will wie ich. Darum. Ah. Aber muss ich dir das hier alles im Treppenhaus erzählen? Nee, 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 natürlich nicht. Gib mir rein. Ja? Danke. Frau Knob, ich habe ja so ein Pech gehabt. Ich wollte meine Strümpfe zum Trocknen ans Fenster hängen und davon ist einer auf Brummers Balkon rübergeweht. Ach, du liebe Zeit, auch das noch. Was machen wir denn nun bloß? Tja, ein Unglück kommt selten allein, ne? Wie kriege ich den bloß wieder? Ja, freiwillig wird den wohl nicht wieder rausgeben. Nach dem Krach von heute Morgen schon gar nicht. Warten Sie mal, wir wollen mal versuchen, ihn mit dem Besen zu angeln, ne? Augenblick mal. So, von Heike, können wir das mal probieren, nicht? Ja, Onkel Ewald, ich komme schon allein zurecht. Die linke Kammer, hast du gesagt? Ja, gleich links und dann müssen wir auf das Bett beziehen. Ja, okay, nicht? Alles klar, Onkel Ewald. Mach mir da Ruhe, ich habe ja nun so viel Zeit. Ja.
das spukt da, das spukt. Was tut das? Ja, was ich dir sage, Onkel Ewald, das spukt da. Ach, in der du bist ja wohl im Kopf nicht richtig. Glaub mir das doch, da fummelt einer mit dem Besen vom Fenster rum. Was? Man kommt ja aus der Aufregung nicht raus heute Morgen. Nee, Frau Heike, so geht es auch nicht. Die Raken nehmen ja auch die ganzen Blumenpötte da vom Balkon runter. Da wird wohl nichts anderes übrig bleiben, als bei ihm zu klingeln, nicht? No, das mache ich schon, Frau Heike. Gehen Sie mal hin, ziehen sich an und dann kommen Sie zum Frühstück rüber, nicht? Ich habe ja gleich gesagt, dass du spinnst. Nun glaub mir das doch, Onkel Ewald. Da hat einer mit dem Besen am Fenster rumgefummelt. Was? Nun pack mal erstmal deinen Koffer aus und dann kommst du rüber zum Frühstück und dann erzählst du mir das mal ein bisschen genauer, was das mit deiner Emigration hier auf sich hat. Nicht? Komisch. Dalli, ja, wie Sie hatten unter mir, da ja. In der Kammer. Sie brauchen ja nur nicht gleich erzählen, dass ich das gesagt habe. Man will hier ja nicht als Tratschmiese gelten. Ja, das werden wir ja gleich sehen. Ach, das wollte ich Ihnen auch noch sagen, Herr Franz. Neulich hat sie doch bei Schlachter Carsten Wurst gekauft. Ich meine, ist das nicht unerhört, sowas? Wo wir hier einen Schlachter in Haus haben. Ja, ja, nun ist ja gut, ist ja gut. Und die Waschküche hat sie auch noch nicht sauber, wollte ich mal sagen. Ja, du. Ja, also zu Hause ist sie, weiß ich ganz genau. Ja, nun gehen Sie doch endlich in Ihre Wohnung, dass Sie das Wäsche und ganz allein regeln. Ja, gut, ich meine ja auch, Mann. Ja, nicht? Hier, nur noch. Ja. Ist was? Ach, mal Herr Thamsen. Tja, ich möchte gerne mal was mit Ihnen besprechen, Frau Knopp. So, was verschafft mir denn die hohe Ehre, Herr Thamsen? Sie haben Untermieter und Sie wissen doch, dass das verboten ist. Oh Gott, das ist doch nicht alles verboten auf der Welt und die Menschen tun es doch, ne? Zum Beispiel einer Frau auf dem Hintern zu klopfen, wenn sie gerade dabei ist, die Treppe sauber zu machen. Oder zu nachtschlafender Zeit mit einer Flasche Wein zu einer alleinstehenden Frau raufzukommen, wenn die eigene Frau verreist ist. Oder zum Beispiel im Treppenhaus rumzustehen und zu horchen und dann damit loszulaufen, was andere Leute miteinander abzumachen haben. Hör auf, wenn mich das interessiert. So, wie sind wir los? Na, und was haben Sie nun wirklich auf dem Herzen, Herr Thamsen? Naja, ich komme wegen Ihrem Untermieter. Das geht doch nicht, Frau Knob. Warum geht das nicht? Naja, weil das im Mietvertrag steht. Ach. Weil es auf so ein Stück Papier steht, soll ich nun so ein armes Menschenkind wieder auf die Straße setzen? Nee, Herr Thamsen, da kommt nichts nach. Ja, aber liebe Frau Knopf, verstehen Sie denn nicht? Wir kriegen da bloß Scherereien mit den anderen Leuten im Haus. Ich will doch bloß das Beste. Jo. Alle wollen sie immer bloß das Beste. Darum kommt auch nichts Ordentliches bei raus. Naja, jedenfalls muss der Untermieter wieder raus. Ich kann das einfach nicht zulassen. Schon wegen der anderen Leute nicht. Sie kümmern sich sonst ja auch nicht so viel darum, was die anderen Leute sagen, nicht? Sonst würden Sie mir wohl nicht dauernd die Tür einlaufen. Aber das hat damit doch gar nichts zu tun. Wohl hat das damit was zu tun, weil ich nicht so wollte wie Sie. Darum ist alles verkehrt, was ich mache. Nichts wird mehr heil gemacht bei mir. Wenn ich daran denke, was Sie mir alles versprochen haben, wenn ich mal ein bisschen nett zu Ihnen sein würde. Aber Pustekuchen, wenn ich auch mal eine arme Kriegerwitwe bin, darum habe ich doch noch sowas wie eine Ehre im Leib und die lasse ich mir nicht abkaufen. So, Herr Thamsen, nun sehen Sie mal zu, dass Sie heil wieder nach unten kommen, ne? Aber passen Sie auf, da in der zweiten Etage ist das Geländer los. Müsste der Hauswirt mal machen lassen. Und dass Sie es mal wissen, mein Untermieter bleibt wohnen. Basta! Ja, aber liebe Frau Knob, nur hören Sie doch mal zu. Junge, 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 Junge. Hat die aber Haare auf den Zehen. Na gut, dann werde ich das eben schriftlich abmachen. Aha. Sie sind wohl der Untermieter, was? Richtig geraten. Und Sie laufen wohl Reklame für das Wirtschaftswunder, was? Werden Sie nicht frech, junger Mann. Sie ziehen sofort wieder aus, was dann? Da denke ich gar nicht dran. Ich freue mich, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Wenn das mal noch bloß eine Bruchbude ist. Ja. Nicht aufregen, nicht aufregen. Das ist für dicke Menschen nicht ganz ungefährlich. Und ich sage Ihnen, wenn Sie nicht bis heute Abend mit Sack und Pack verschwunden sind, werde ich Sie wegen Hausfriedensbruch verklagen. Haben Sie mich verstanden? Nee, nicht ein Wort. Damit Sie nun aber ganz klar sehen, ich denke da gar nicht dran, wieder aufzuziehen, Herr Schlachtermeister. Das werden wir dann doch mal sehen. Das werden wir. Ja.
Möglichkeit. Das ist ja... Ach, Herr Tramp. Ach, guten Morgen, Herr Tramp. Guten Morgen, Brummer. Ach, das ist ganz nett, dass Sie gerade da sind. Ich wollte nämlich was mit Ihnen besprechen. Ja, ja, ich weiß schon. Wohl wegen dem Untermieter. Ja, ja, ganz richtig. Na, da machen Sie sich mal keine Sorgen drum, Brummer, das regel ich schon. Auch das ist nett von Ihnen, Herr Tramp. Und der junge Mann da weiß auch Bescheid. Jawohl, weiß Bescheid. Wollen doch mal sehen, ob wir hier nicht Ordnung kriegen im Haus. Morgen, meine Herren. Morgen, Tramp. Das sag ich auch. Ordnung muss sein. Was so Ordnung? Was meint ihr denn damit? Guck mal an, Onkel Ewald. Was ist denn mit dir? Ein Darmstrumpf. Du bist mir ja ein ganz schlimmer. Er lag auf meinem Balkon. In meinem Milchtopf. Was du nicht sagst. Den hat die Hexe wohl verloren, die vorhin mit dem Besen am Fenster zu gehen hat. Ey, war, werde ich nun mal meine Meinung sagen, aber ganz gehörig. Na, Herr Brummer, was ist denn nun schon wieder los? Morgen. Guten Morgen. Ist das Ihr Plünder? Erstens ist das kein Plünn, und zweitens, sondern ein Strumpf, und zweitens gehört er nicht mir. Ach, auch noch Lügen, nicht? Sie können sich den Lappen da auf der Polizei abholen. Und meine Milch, die werden Sie mir auch ersetzen. Nee, gar nichts werde ich Ihnen ersetzen. Was setzen Sie denn Ihren Milchpott auf den Balkon? Ich stelle meinen Milchtopf dahin, wo ich das will. Und zwei von meinen Kakteen, die haben Sie mir auch runtergeschubst. Gott, kann ich denn nur was dafür, wenn die alten Pickeldinger da so wackelig stehen? Pickeldinger? Dieter! Hast du das gehört? Pickeldinger, sagt die zu meinem Kakteen. Sie Unmensch, sie. Onkel Ewald, wenn dich meine Meinung irgendwie interessiert, dann meine ich, das lohnt nur doch wirklich nicht, sich über so einen Kram so aufzuregen. Ich lass mich aber nicht schikanieren. Ich komme keinem Menschen zu nahe. Ich verlange weiter nichts als meine Ruhe hier. Wer schikaniert Sie denn? Sie sind doch angefangen. Ja, bin ich nicht. Sind Sie doch. Nee, bin ich sind nicht. Sind Sie doch. Und Sie haben mir auch den Hauswirt auf den Hals geschickt. Ist doch gar nicht wahr. Haben Sie nicht gesagt, Sie wollten sich darüber beschweren, dass ich meine Kammer vermietet habe? Ja, na also, aber das daher ist der ganze Krach doch gekommen. Warum kümmern Sie sich überhaupt um meine Angelegenheiten? Ich quäle mich ja auch nicht darum, was Sie tun. Frau. Aber alle glauben Sie, Sie können auf mir rumtrampeln. Mit der alleinstehenden Frau, da kann man das ja machen, nicht? Frau. Aber mit mir nicht. Das kann ich Ihnen schriftlich geben. Mit mir nicht. Ich werde mich schon durchbeißen. Da verlassen Sie sich drauf, Herr Steuerinspektor. Ade. Ade. Hast du nicht gesagt, du wolltest ja auch nicht deine Meinung sagen? Das hast du nun ganz vergessen, was? Da kommst du ja nicht gegen an. Ja, was soll ich denn nun bloß machen? Ich hab ja nun auch meine Kammer weggegeben. Ach, darum geht es. Dann hab ich dich sozusagen in Verlegenheit gebracht. Ja, sieh mal, Dieter, das ist doch so, nicht? Es steht ausdrücklich im Mietevertrag, dass wir das nicht dürfen, nicht? Aha, verstehe, verstehe. Und du als korrekter Beamter kannst dich da auf gar keinen Fall drüber wegsetzen. Nee, das kann ich ja auch nicht. Nee, natürlich nicht. Tja, Onkel Ewald, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als meinen Koffer wieder zu packen. Nee, 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 nun mal nicht gleich, nicht? Wir können ja erst noch mal mit dem Hauswirt drüber sprechen. Nee, nee, lass mal. Meinetwegen sollst du nicht in Gewissenskonflikte kommen. Ich werde schon was anderes finden. Sieh mal, Dieter, ich weiß ja nicht, was da gewesen ist, nicht? Aber könntest du nicht wieder, ich mein Vater ist nicht mehr der Jüngste. Ach, du meinst wieder nach Haus? Ja. Nee, Onkel Ewald, daraus wird nichts. Solange mein Vater nicht nachgibt. Ja, was habt ihr denn eigentlich miteinander gehabt? Ach, ich habe einfach keine Lust mehr, in so einem altmodischen Betrieb zu arbeiten. Ach, das Wasser kommt. Du kannst gleich frühstücken. Oh, lala. Mann. Ach, entschuldigen Sie, ist das wohl Ihr Strom? Ach ja, der ist aus Versehen auf Ihrem Balkon rübergeweht. Vielen Dank. Oh, nee, mein Freund, so geht das nun nicht. Da muss zumindest ein kleiner Finderlohn mal rausspringen. So, so. Und was haben Sie sich so gedacht, wenn ich fragen darf? Na, zum Beispiel, dass Sie heute Abend mit mir ins Kino gehen. Junge, Junge, Sie gehen aber ran. Legen Sie immer so ein Tempo auf. Wenn mir ein junges Mädchen gefällt, ja. Na, dann behalten Sie mal den Strumpf. Der Einsatz ist mir ein bisschen zu hoch. Schade. Bin ich Ihnen denn so unsympathisch? Das gerade nicht, aber Ihr Tempo beunruhigt mich. Wenn Sie nämlich so weitermachen, bin ich schon in 14 Tagen Großmutter. Auf den Mund gefallen sind Sie gerade nicht, das muss ich schon sagen. Wohnen Sie auch hier im Haus? Auch? Sie denn etwa auch? Ja, da. Und ich da.
Aha. Dann sind wir ja sozusagen Nachbarn. Sozusagen, ja. Hm. Oh, schade. Wieso schade? Ja, ich meine, weil ich wieder ausziehen muss. Mein Onkel ist nämlich bange, dass er Scherereien bekommt, meinetwegen. Und darum muss ich wieder ausziehen. Ach, danach zu urteilen, wohnen Sie noch nicht lange hier im Haus. Noch keine 10 Minuten. Ich dachte ja, dass ich bei meinem Onkel unterkriechen könnte. Ich bin nämlich weggelaufen von zu Hause, müssen Sie wissen. Ich hatte das satt, immer wie so eine Art Lehrling von meinem Vater in seinem Betrieb behandelt zu werden. So, so. Und nun? Nun? Tja, nun suche ich ein junges Mädchen im besten Alter, das mich adoptiert. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke, danke. Aber ich glaube, ich habe schon eins gefunden. So? Hm, Sie. Sie gefallen mir nämlich und deswegen bleibe ich nun doch hier wohnen. Und was versprechen Sie sich davon? Zumindest doch eine nette Nachbarschaft. Und das ist doch erstmal die Hauptsache, ne? Das erzählen Sie mein Lieber erstmal Ihrem Onkel. Der scheint nicht so viel von der Nachbarschaft zu halten. Wieso? Och, der hat mir doch heute Morgen beinahe die Tür eingeballert. Bloß, weil ich meinen Plattenspieler ein bisschen zu laut angestellt hatte. Ach ja, Onkel Ewald. Wissen Sie, ihm fehlt auch die Frau. Ja, früher, als er noch jeden Tag zum Finanzamt ging, da ging das noch mit ihm. Aber nun, wo er pensioniert ist, da wird er von Tag zu Tag grantiger. Ja, aber ich erzähle Ihnen hier meine intimsten Familienangelegenheiten und ich weiß noch gar nicht, wer Sie sind. Da Sie das ja scheinbar nicht für nötig halten, sich als Nachbar vorzustellen, muss ich das wohl erst mal tun, nicht? Also, ich heiße Heike Seefeld und wohne ja als Untermieter bei Frau Knob. Wollen Sie sonst noch was wissen? Seefeld? Sagten Sie Seefeld? Ja, sind Sie vielleicht verwandt mit der Tankstelle Seefeld in der Bahnhofstraße? Och, nicht direkt, das ist bloß mein Vater. Ich werd verrückt. Ja, sind Sie so platt, dass Sie immer noch nicht sagen können, wer Sie sind? Ja, nee, das heißt ja doch, natürlich, ja. Ja, aber ich hab mich doch eigentlich schon vorgestellt. Also davon habe ich nichts gemerkt. Ja, natürlich doch. Ich hab doch gesagt, dass das da mein Onkel ist, ja, ne? Und weil er der Bruder von meinem Vater ist und auch Brummer heißt, können Sie sich doch eigentlich ausrechnen, dass ich auch ein Brummer bin, ne? Wie? Brummer heißt. Ach so, ja, natürlich. Ja, aber dass Sie die Tochter von den Seefeld sind. Ja, kommt Ihnen das denn so komisch vor? Nee, natürlich nicht, aber ich dachte, die Tochter von der größten Autoreparaturwerkstatt, die sich doch bestimmt alles erlauben kann, die wohnt hier in so einer kleinen Dachkammer. Ach. Ich dachte, sowas gäbe es bloß bei uns ein. Haben Sie eine Ahnung, wie oft ich unseren ganzen Betrieb schon verflucht habe? Mhm. Och, das geht ja so weit, dass ich mir nicht mal mehr allein einen Mann aussuchen darf. Ich muss ans Geschäft denken, meint mein Vater, und einen Fachmann heiraten. Ach, und darum sind Sie... Ja, darum. Frau Knob war so nett und hat mich hier aufgenommen. Sie macht bei uns die Kontore rein. Ja, und was nun? Tja, was nun? Weil ich ja leider noch ein bisschen zu jung bin für ein Altersheim, muss ich mir ja wohl einen Job suchen, nicht? Was das nicht alles gibt? Das sagen Sie mal. Da freut man sich nun, dass man die Eltern endlich groß hat und dann machen sie einem solche Scherereien. Dieter! Entschuldigung. Ich geh mal schnell frühstücken, nicht? Ja, danke, aber ich komm dann. Ja, du kannst ruhig schon einschenken, Onkel Ewald. Ich komme gleich. Ach, einschenken. Geschmack hat der Bengel, das kann man nicht anders sagen. Merken Sie was? Die Alten, ne? Bitte, Ihr Bein. Wie? Ihr Strumpf. Ganz ohne Bedingung. Ohne. Nun, wo ich weiß, wer Sie sind, werde ich mir niemals erlauben, Sie ins Kino einzuladen. Bei mir langt das nämlich höchstens für die ersten 10 Reihen. Wenn ich nun doch annehmen würde? Oh, nicht auszudenken. Also klopfen Sie an, wenn Sie fertig sind. Ich komme mit. Es war? Dieter! Dieter! Na denn? Onkel, ich bleib nun doch hier wohnen! Ach, von Heike, ich wollte Sie gerade zum Frühstück holen. Komm schon, Frau Knopf. Und gucken Sie mal, meinen Strumpf habe ich auch wieder. Wie haben Sie das denn angestellt? Ja. Der gibt doch sonst so leicht nicht nach, der alte Knickelbock. Ja, ich habe das nicht. Das geht ja nun wirklich zu weit. Sie müssen nachher hier um Stromkosten bezahlen. Und so ein Hauswirt hat er doch so schon sauer genug mit all den Reparaturen, ne? Aber dort denken so die Leute ja überhaupt nicht über nach. Also wenn ich nicht mehr auf alles so aufpassen würde hier, oh, Naja, nun ist ja gut. Aber wo wir gerade mal allein sind, Frau Bold, denken Sie auch mal daran, Ihr Konto in meinen Laden auszugleichen. Sonst kann ich Ihnen leider nichts mehr verkaufen. Also die paar Mark schmeißen Sie ja nicht gleich um, ne? Paar Mark? Das sind immerhin dicht an 100. Zu verschenken habe ich auch nichts, Frau Bold. Erst muss ich doch mal meinen Fernseher abbezahlen, ne? Wird einem natürlich wieder nicht gegönnt.
aber da ist ja gar keine Rede von. Man darf aber auch nicht über seine Verhältnisse reden. Versucht man nur ehrlich und reell durchs Leben zu kommen, dann merkt man gleich Neid und die Abgunst von den anderen, wenn man mal ein bisschen mehr hat wie sie. Ich reg mich ja auch nicht darüber auf, wenn die da ihre Kammer für 200 Mark vermietet, nicht? Was, 200 Mark? Hat sie mir selbst erzählt, aber ich will nichts gesagt haben. Das ist ja Wucher, ist das ja. Ja, ne? Aber so sind die Menschen, die Notlage von anderen ausnutzen, das können sie. Also ich möchte bloß mal wissen, was das für ein Demlack ist, der da eingezogen ist. Dass der so dösig ist, für so ein Loch so viel Geld zu bezahlen. Ja, ja, nur gehen Sie mal endlich in Ihre Wohnung. Das hier, das werde ich schon ganz allein regeln. Was haben Sie denn da für einen Brief? Ja, was das ist? Das ist Ihre Kündigung. Ja, wenn sie ihren Runter wieder nicht rausschmeißen will, dann muss sie eben ausziehen. Ja, ja, so ist richtig. Ja, ja. So hätte ich das auch gemacht. Ja, ja, nur mal gut, nicht nur mal nach. Hey, Frau Wolf. Herr Trampi. Vergessen Sie mal nicht, Ihre Wohnungstür von drinnen zuzumachen, ne? Was, wenn ich neugierig bin? Ja. Ja. Bitte. Ja, ich hätte... Ja, erstmal wollten Sie doch sicher guten Morgen sagen, nicht? Was ich? Ach so, ja, ja, natürlich, ja. Schönen guten Morgen. Morgen, Herr Schlachtermeister. Tja. Ist Frau Knopp nicht da? Ja, aber sie frühstückt gerade. Ist das eilig? Sie muss doch gleich weg. Ja, ich hätte ihren Brief abzugeben. Den können Sie mir doch auch geben. Nee, der ist, ist wohl besser, wenn ich ihr den persönlich gebe. Nachher sagt sie, sie hätte ihn nicht gekriegt. Mein Gott, ist das so ein wichtiges Dokument? Jawohl, das ist Ihre Kündigung. Ihre Kündigung? Ja, warum denn das bloß? Weil sie ohne Genehmigung eine fremde Person in ihre Kammer aufgenommen hat. Ach, und darum muss sie nun gleich raus aus der Wohnung? Nee, was ein Malheur. Tja. Na, geben Sie mal her. Sie haben ja einen Zeugen, dass Sie den Brief abgegeben haben. Tja, wen denn? Na, mich doch. Ach so. Sind Sie mit ihr verwandt? Nee, leider nicht. Ich bin die fremde Person, die sie aufgenommen hat. Was? Ja, wirklich. Frau Knopf war so nett und hat mich hier aufgenommen. War doch wirklich nett von ihr, nicht? Naja, die Freude war mal kurz. Ja, ja, aber vorhin, da waren Sie doch ein junger Mann. Nee, ich war immer ein Mädchen, das weiß ich nicht genau. Naja, das konnte ich ja natürlich nicht wissen. Denn geben Sie den Brief mal wieder her. Ach, sehen Sie, ich wusste doch gleich, dass ich mich nicht getäuscht hatte. Naja, man will ja auch nicht gleich Menschen unglücklich machen, nee, nicht? Nee, Sie sind aber wirklich nett. Ach, war so. Bestimmt, Sie gefallen mir. Ja. Ich mag korpulente Herren gern. Die haben immer so was Gemütliches an sich. Das hat ja Cäsar schon gesagt. Ja, wer ist das denn? Naja, dann will ich mal wieder. Und dann mal auf gute Nachbarschaft. Meine ich auch, Herr Tramsen. Und dann sagen Sie, Frau Knopf, mal gar nicht erst, dass ich hier war. Ne? Mein ganz unter uns, Herr Tramsen. Ja, tust du nicht gründig, ne? Dass ich dich jetzt aufrege. Also, tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Nette Dinger, kann man nicht anders sagen. So was kann man doch nicht auf die Straße setzen. Na, Tramsen, wie war's denn? Haben Sie ihr nur ordentlich die Meinung gesagt? Hab ich. Aber Sie waren ja so leise, Mensch, ich konnte ja kein Wort verstehen. Dann haben Sie also doch wieder auf der Lauer gelegen. Man interessiert sich ja schließlich für das, was hier im Hause vor sich geht. Was hat sie denn gesagt? Sie sagte, Sie sollen sich nicht um Sachen kümmern, die Sie nichts angehen. Das sagte so, sie. Haben Sie ihr denn erzählt? Gar nichts habe ich und du lassen Sie mich in Ruhe. Was sagten? Was hier im Haus zu regeln ist, das regle ich schon ganz allein. Da brauchen Sie Ihre Nase gar nicht erst zwischenzustecken. Also, meine Güte, ich hab ja gar nichts gesagt. Na, das kann hier im Haus ja noch einen schönen Krawall geben. Genug sein. Sie müssen das ja wissen. Ich hätte das jedenfalls nicht getan.
Erst beschwert er sich über Sie bei Tramsen und dann stellen Sie sich hin und machen hier noch die Treppe für ihn. Stehen Sie mir nicht immer unter den Füßen rum, ich habe es eilig. Oh ja, ich auch. So an Altersarm hat man doch immer allerhand um die Ohren, ne? Um Geld kann man ausgeben. Allein 8,40 Mark für einen Schlachter. Aber nützt ja nichts. Soll ja man immer was am Tisch stehen, ne? Nebenbei bei Tramsen kaufe ich ja nicht mehr. Fällt mir doch gar nicht ein, so wie der Sie behandelt hat. Und denn ist euch ja auch immer noch ein paar Groschen teurer als die anderen, ne? Na ja, wovon soll er sonst wohl seinen dicken Mercedes fahren? Und denn gönnt so ein Mann ihm nicht mal, dass sie die Kammer vermietet haben. Ich meine, das geht ja nun wirklich kein an. Das ist doch nichts als Neid, ist das doch, ne? Haben Sie schon gehört? Gallis hier unten hat ja nur auch einen Fernseher. So? Ja, ich glaub das wenigstens. Sie kriegen nämlich jeden Abend Besuch. Ich möchte bloß mal wissen, wie die das machen. Ich meine, so viel verdient er ja auch nicht an der Straßenbahn, ne? Das muss er sich doch schon vom Essen absparen. Das kann ich mir das gar nicht denken. Das geht mir nichts an. Ich kümmere mich nicht um andere Leute. Nee, tue ich ja auch nicht. Aber wundern muss ich mich ja doch. Na, er soll das ja mit den Fahrscheinen nicht so genau nehmen. Da. Frau Knobel muss der nun wieder raus. Das weiß ich nicht. Wissen Sie, was Tramsen zu mir gesagt hat? Hat der doch tatsächlich zu mir gesagt, wenn Frau Knobel ihren Untermieter nicht wieder rausschmeißt, muss sie selbst raus. Na, dem habe ich aber vielleicht meine Meinung gesagt. Was habe ich gesagt? Sie wollen alleinstehende Frau auf die Straße schmeißen? Ja, das habe ich gesagt. Schämen Sie sich denn gar nicht? Haben Sie denn vergessen, dass Sie auch mal mit der Kiebe auf dem Nacken von Tür zu Tür gelaufen sind? Sie Nörige, habe ich gesagt. Und ich habe keine Zeit länger, ich muss jetzt die Mappen ausklopfen. Oh ja, das schleppt böse rein, Augenblickling, ne? Ja, das mögen Sie wohl sagen. Gibt immer Leute, die Dreck genug ins Haus schleppen. Na, ob... Also, was will Sie da nur wieder mit gesagt haben? Die Kidney, also die Frau, die sitzt doch voll von Spitzen, sitzt sie doch... Hoppla. So, Herr Brummer, Treppe ist fertig. Brauchen Sie sich doch die Quakerei von ihr nicht mehr anzuhören, ne? Das ist aber nett von Ihnen. Ach, das habe ich ja gern getan. Ja, was bin ich Ihnen schuldig? Ach, Herr Brummer, sollen Sie doch nicht für bezahlen. Nee. Ja, ich meine, damit Sie sich mir gegenüber nicht verpflichtet fühlen, geben Sie mir 5 Mark, ist der Traum aus der Welt. Ja. Danke, Herr Brummer, ich meine, nötig getan hätte das ja nicht, ne? Und wenn Sie mal wieder was haben, sagen Sie Bescheid, ja, ich bringe den gern wieder bei, ne? Ja, ist gut, Frau Borg. Boah, ich bin ja nicht ungefährlich, ne? Nee. Haben Sie schon gehört? Sie soll ja nur aus der Wohnung raus. Wer denn? Da bin ich ein Untermieter, doch. Ich habe nicht mehr als recht und billig. Wo kämen wir wohin, wenn hier jeder tun und lassen könnte, was er wollte, ne? Ach, na, das hätte doch nun nicht nötig getan, ihr gleich die Wohnung zu kündigen. Ich meine, Frau Knob ist doch sonst eine ganz nette Person. Herr Brummer, ich bitte Sie. Sie haben doch schließlich die Last davon, ne? Hören Sie sich das an. Also ist das nicht unerhört, sowas? Wo das hier so höllhörig ist im Haus, nicht? Also ich hab neulich mal gelesen, das ist viel zu langsam, nicht? Ich hab mal gelesen, dass da einer verknackt worden ist, weil er das Radio so laut angestellt hat. Sonst heißt das wieder, ich hab sie aufgerutscht. Ja, man ist sich hier im Haus ja nie sicher. Nee, vor Quatsch und Schulter einmal. Du Rolli, wie scheiße, einmal. Ja, geh ihn saures, Herr Brummer, geh ihn saures. Ja, komm, tüchtig, ja, Thank you.
von Heike. Können Sie die Musik bitte ein bisschen leiser stellen? Wir kriegen sonst ja wieder Quakerei. Aber gern, Frau Klug. Hallo, Fräulein. Herr Brummer? Ach, stellen Sie die Musik doch ein bisschen lauter. Ich kann gar nichts mehr hören da drin. Na, also das ist doch wohl nicht wahr, Herr Brummer. Sie wollen Musik hören? Ja. Gestern Morgen... Gestern Morgen, da war ich ein bisschen nervös, nicht? Und ich habe das auch gar nicht so gemeint. Und ich wollte auch jetzt um Entschuldigung bitten. Bitte. Herr Brummer, Sie können ja richtig nett sein. Ja, nicht. Und ich dachte immer, Sie wären so ein richtiger ja? Brummer, nicht? Ja, das macht ja wohl der Bart. Der Bart? Ja, der lässt Sie so grantig aussehen. Meinen Sie? Och, wissen Sie was, den sollten Sie abnehmen. Ja? Ja, was soll denn das alte Strohdach da unter der Nase? Das macht Sie doch bloß älter, als Sie sind. Ich meine... So alt sind Sie doch noch gar nicht, nicht? Sie, passen Sie mal auf, Sie kriegen bestimmt auch noch eine Frau. Ja, meinen Sie? Warum nicht? 65 ist doch heute noch kein Alter. Und dann Beamter mit Pension. Ja. Na, also Herr Brummer, da würde ich ja sogar noch anweisen. Ja, ja, ach, Fräulein Heike. Ja. Heike heißt Heike, Sie. Heike, ja. Ich bin nämlich erste Vorsitzende von Kaninchenzuchtverein Cimbria, nicht? Und wir haben heute Abend in der Harmonie haben wir einen großen Silvesterball. Hätten Sie nicht auch Lust, da ein bisschen hinzugehen? Eine Karte hätte ich vielleicht noch. Oh, gern, Herr Brummer, ja, da ja. Gehe ich gern hin. Ja, und da ist auch eine große Tombola, ne? Und da wird eine Miss Chinchilla soll da gewählt werden. Erster Preis. Ein Pelzschwanz. Echt Kanin. Das wird ja dann wohl ein ganz großes Fest, ja. Nicht? Geht Ihr Neffe denn auch hin? Mein Neffe, das weiß ich nicht. Also, gesagt hat er ja nichts, nicht? Na, ich komme jedenfalls gern. Ja. Ich freue mich richtig auf das Fest. Ach, das ist aber nett, wenn Sie hinkommen, Fräulein Heike. Ja, ich werde auch extra einen schönen Platz für Sie ausbewahren, nicht? Und dann stellen Sie die Musik mal ruhig ein bisschen lauter, nicht? Das macht mir gar nichts aus. Auf Wiedersehen. Der Dendrolog, den können Sie... Herr Brummer, da wohnen Sie. Prolog hat er auch gemacht, ne? Strömt herbei, ihr Zimbrianer, Züchter schwarz und weißer Persianer. Oh Gott, nee, was ein Blödsinn. Von Heike, jetzt haben Sie die Musik ja doch wieder so laut. Das geht ja nicht wegen der anderen Leute. Nun, was haben Sie denn? Gestern mochten Sie die Musik doch so gerne. Ja, ich? Aber der da. Herrn Brummer? Nö, den stört das nicht. Der hat mir sogar einen Kasten Pralinen geschenkt. Was hat er? Als Versöhnungsgeschenk, hat er gesagt. Und er will sogar mit mir ausgehen. Also, guck dir diesen alten Kater an. Wissen Sie, Frau Knob, so schlecht ist er gar nicht. Er kann sogar ganz nett sein. Der? Na, der macht doch immer ein Gesicht, als hätte er den ganzen Mund voll von sauren Mixpickles. Na, mich hat er eben jedenfalls ganz charmant angelächelt. Da sag ich gar nichts mehr. Ich hab Frau Knob, man muss die Männer eben zu nehmen wissen. Von Heike? Sehen Sie sich mal vor.
Sie wissen doch, Alter schützt vor Torheit nicht, nicht? Na, also aus dem gefährlichen Alter ist er doch voraus, nicht? Na, 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 na. Auch der Herbst hat noch warme Tage. Ich pass schon auf, Frau Knob. Na ja, Sie sind ja alt genug, Frau Heike. Wissen Sie, ich koche jetzt eine schöne Tasse Kaffee. Wenn Sie Lust haben, kommen Sie rüber, trinken Sie eine mit. Ich habe nämlich auch frische Berliner gebacken. Oh, fein, ich komme gleich. Ich muss bloß noch was schreiben, dann komme ich, nicht? Diese Mannsleute. Mir denn die große Ehre? Ach, wissen Sie, das ist ja mal bloß, weil ich Ihnen Unrecht getan habe. Sie mir? Ja, nicht direkt. Aber ich wollte Sie doch wieder auf die Straße setzen. Herr Tramsen, das haben Sie doch gar nicht so gemeint. Doch, doch, das ist nicht recht von mir. Und das muss ich wieder gut machen. Und darum, da habe ich Ihnen hier so einen kleinen Blumenstrauß mitgebracht. Oh, bitte? Nee, Herr Tramsen, Sie verwöhnen mich ja. Och, das ist ja nicht der Rede wert, ne? Ja, aber den soll doch eigentlich Frau Knob haben, nicht? Die wollten Sie doch aussetzen. Ja, aber doch ihretwegen. Also kommen Ihnen die Blumen dazu. Ach nee, die schönen Rosen. Ja. Schenken Sie Ihrer Frau manchmal auch so schöne Blumen? Ja, meiner Frau, wenn Sie wüssten, Fräulein... Heike heiße ich. Ach, Fräulein Heike. Ich weiß ja nicht, ob ich Ihnen damit kommen darf. Aber sehen Sie mal, wir haben ja heute Abend den Silvesterball. Von dem Kaninchenzuchtverein Zimbria. Woher wissen Sie denn das? Ach, das habe ich irgendwo so gelesen, nicht? Ja, sehen Sie mal, und meine Frau, die geht ja nicht nach sowas. Und immer allein, das macht man ja auch nicht. Und darum meine ich, hätten Sie wohl Lust, eine Karte hätte ich wohl noch. Gerne, Herr Tramsen, wenn ich Ihnen damit einen Gefallen tun kann, aber oh, sicher. Das ist ja aber nett von Ihnen, ja. Dann muss ich meine Blumen erstmal ins Wasser stellen. Ja, ja, das tun Sie, Mann. Und dann bis heute Abend, ja. Ne? Und ich werde auch einen schönen Platz für Sie frei haben. Oh, nett, Herr Tramsen. Tschüss. Wiedersehen. Junge, 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 ich glaube, der Einsatz lohnt sich. Hey! Können Sie sich denn nicht ein bisschen vorsehen? Entschuldigen Sie vielmals, aber die Treppe ist leider ein bisschen eng für so Wirtschaftswunderkinder, nicht? Sagen Sie mal, sind Sie nicht der junge Mann von gestern Morgen? Stimmt. Und darf ich mal fragen, was Sie hier zu suchen haben? Dürfen Sie, dürfen Sie. Sie dürfen überhaupt alles, was Sie wollen. Hm. Ich bin nämlich glücklich. Das sehen Sie, ganz schrecklich glücklich. Na! Aber das könnte ja woanders sein, das ausgerechnet hier in meinem Haus. Nee, leider nicht. Denn hier im Haus wohnt nämlich mein Glück. Aber das können Sie in Ihrem Alter wohl nicht mehr begreifen. Ja, was fällt Ihnen ein? Ich bin Mann in den besten Jahren. Nicht böse sein, nicht böse sein. Hören Sie, das passt so gar nicht zu meiner Stimmung. Ja, ja, Sie haben mir aber immer noch nicht gesagt, was Sie hier zu suchen haben. Ich wohne hier, wenn Sie das beruhigt. Nee, nee, mein lieber Mann, darauf falle ich nicht mehr rein. Ich kenne nämlich nur den Untermieter. Ich wohne aber wirklich hier. Nämlich hier bei meinem Onkel in der Kammer. So. Nun, wissen Sie das? Was, beim Roma? So ist das. Tja, also nun werden Sie ja wohl reißen. Hier macht ja wohl jeder, was er will. Als Beamter soll er eigentlich wissen, dass das verboten ist. Das weiß er auch. Aber was soll er machen, wenn ich einfach nicht wieder ausziehe? Das werden wir denn doch mal sehen. Sie hören auch von mir, junger Freund. Schönen guten Tag, Fräulein Heike. Na, Sie sehen ja so glücklich aus. Bin ich auch, Fräulein Heike, bin ich auch. Denken Sie mal an, ich habe eine Stellung angenommen. Oh, gratuliere. Und wo? Halten Sie sich fest, Fräulein Heike, bei der Autoreparaturwerkstatt Seefeld in der Bahnhofstraße. Ach, bei uns? Mhm. Ich wollte sagen, bei meinem Vater. Ja. Ja, als was denn? Na, als Kfz-Meister. Als Meister? Mhm. Ist das nicht prima? Dann kann ich doch nun meinen Schwiegervater mal aus allernächster Nähe kennenlernen. Oi, 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 Sie haben es aber eilig. Ja, hab ich auch. In meinem Alter hat man nicht mehr so viel Zeit zu verlieren. Und Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngste. Also, Sie! Und noch eine Überraschung, Frau Heike. Ich habe mir erlaubt, zwei Eintrittskarten mitzubringen für den Silvesterball. Von dem Kaninchenzuchtverein Zimbria. Ja, woher wissen Sie?
Ach, das habe ich mir eben so gedacht. Ja. Hätten Sie wohl uns damit hin? Das soll da immer sehr nett sein. Mein Onkel ist der erste Vorsitzende. Er soll aber nicht wissen, dass ich hingehe. Er sagt nämlich, das ist nichts für mich. Ja, das kann ich mir gut denken. Wieso? Bloß so, Dieter. Aber leider habe ich gar keine Zeit heute. Sag bloß. Und warum nicht? Ja, weil ich schon eine Einladung habe für heute Abend. Ach so. Naja, hätte ich mir ja eigentlich denken können. Die Tochter vom großen Tankstellen-Seefeld, die geht nicht zum Kaninchenball. Die geht auf Partys oder sowas. Irrtum, Dieter. Sie geht doch auf den Kaninchenball. Aber mit dem ersten Vorsitzenden persönlich. Wie bitte, was? Ihr Onkel war so nett und hat mich eingeladen. Mein Onkel hat... Ach, darum wollte er mich nicht mithaben. Und von Tramsen habe ich auch noch eine gekriegt. Also das ist denn doch... Tja, ich bin eben der Typ für ältere Herren. Ja, und mit denen werden Sie... Ach, gar nichts, sag ich. Hingehen, das tun wir beide. Aber die beiden Karten, die kann ich trotzdem gut gebrauchen. Wieso? Na, eine für Frau Bold und eine für Frau Klob. Was meinen Sie, wie die beiden Herren sich freuen, wenn sie so nette Tischnamen kriegen? Ja, das wird ein Spaß. Wir wollen doch mal sehen, ob wir auf diese Art den Hausfrieden nicht wiederherstellen können. Sie gehen also mit mir? Aber bitte pünktlich. Ich möchte doch die Gesichter von den beiden Schwerenötern gern sehen, wenn die beiden Damen da anrauschen. Abgemacht. Ja, ich klopf wieder bei Ihnen an, wenn es losgeht. Danke. Nett. Ja, Wiedersehen. Frau Neike, Wiedersehen. Dieter. Ach, ist das ein Mädchen. Ich bin bis über beide Ohren verknallt. Was soll da bloß raus werden? Schach dich so dämlich, so hackige Geier, du! Aber Onkel Ewald, was ist denn mit dir los? Wo hast du denn dein Bart gelassen? Den hab ich mir abgenommen, Mann. Man braucht sich doch nicht älter zu machen, als man ist, nicht? Aber ich bitte dich, du bist doch kein Konfirmand mehr. Was heißt hier Konfirmand? Ich bin ja schließlich auch kein tatteriger Opa, nicht? Mit 65, das ist doch noch kein Alter. Lass nicht, mach das reinkommen. Man soll das ja nicht für möglich machen. Sagen Sie mal, was machen Sie denn da, Frau Knopf? Spielen Sie Weihnachtsmann? Gut. Ich dachte, zu Silvester soll er wenigstens ein paar Berliner haben. Nö, Sie sind aber wirklich ein Engel. Verdient hat er es ja nicht, der alte Knegelpfort. Lassen Sie, Mann. Jeder Mensch hat seine Fehler. Ach, übrigens, ich habe ja noch was für Sie. Für mich? Bitte? Was ist das denn? Eine Eintrittskarte für den Silvesterball von dem Kaninchenzuchtverein. Hat Herr Brummer mir für Sie gegeben. Brummer? Und er will auch extra einen schönen Platz für Sie freihalten, hat er gesagt. Wie kommt er denn dazu? Nee, da gehe ich ja nicht hin. Natürlich tun Sie das. Sie müssen doch mal was vorhaben. Oder wollen Sie Silvester hier allein im Haus sitzen? Nee, das ist ja nicht schön, aber... Na, sehen Sie. Und morgen ist Sonntag, dann haben Sie doch gar nichts vor. Nee, das wohl, aber... Nee, das tue ich nicht. Und natürlich tun Sie das. Sie können auch Herrn Brummer nicht so vor den Kopf stoßen. Und dann auch mir zu gefallen. Ich gehe da doch auch hin. Ich habe gar nichts anzuziehen für sowas. Oh, Frau Knob, wir finden schon was. Und beim Friseur bin ich auch nicht gewesen. Och, das können Sie immer noch. Oh, Frau Knob, bitte. Hm? Na ja, aber dann bloß Ihretwegen, damit Sie dann nicht so alleine sind, nicht? Ja. Bloß meinetwegen. Och, ich wusste doch, dass Sie mir nichts abschlagen können. Und Heike, was zieht man denn bloß an? Ich bin doch gar nicht eingerichtet auf sowas. Oh, kommen Sie mal, das wollen wir bei einer Tasse Kaffee bereden. Wir finden schon was. Meinen Sie? Hopp.
Da fängt mir schon ein Auge, lieber. Ich will mir bloß meine Zigaretten eben holen. Ja, ja. Tada. Du, Onkel Ewald? Ja, komm doch mal eben her. Der Weihnachtsmann ist hier gewesen. Was ist der Was ist das denn? Tja, stand hier vor der Tür. Auch das hat sich ja Frau Bolt dahingestellt. Die ist immer so besorgt um mich. Na, das ist ja Schmeckt aber immer. Komm, lass uns mal schnell aufessen, bevor der Kaffee kalt ist. Ja, wir gehen auf. Dann kommen Sie mal rauf. Das ist noch eine Etage höher. Ja, kommen Sie mal. Hier, da wohnen Sie. So. Ja. Ach, sind Sie vielleicht von der Polizei? Nein. Von der Heilsarmee. Von der Heilsarmee? Ja, es ist ja auch nett, dass Sie sich mal so ein bisschen um die arme, alleinstehende Frau kümmern, nicht? Ja, die steht ja ganz allein. Ich meine, verdient hat sie scheinbar nicht. Meine liebe Frau, ich habe Sie gebeten, mir zu sagen, wo Frau Knopf wohnt, weiter nicht. Ja, ich meine ja auch mal, ja. Mensch, was ein riesiger Kerl. Ja, Frau Knob, Sie wundern sich sicher, dass ich zu Ihnen komme. Ja, nein, das heißt ja doch. Ist was? Habe ich vielleicht die Kontorräume nicht ordentlich sauber gemacht? Das reden Sie doch keinen Unsinn. Sie wissen doch ganz genau, weshalb ich hier bin. Nein, keine Ahnung. So, nicht? Naja, dann werde ich es Ihnen sagen. Darf ich eben reinkommen? Ja, bitte schön. Nein, das geht nicht bei Ihnen. Bei mir ist hier nämlich alles auf dem Kopf. Na schön, dann würden wir die Sache hier zwischen Tür und Angel erledigen. Frau Knob, wo ist meine Tochter? Ihre Tochter? Ist die weg? Nun tun Sie doch nicht so. Sie wissen doch ganz genau, dass meine Tochter seit 3 Tagen spurlos verschwunden ist. Nach meinen Informationen hält sie sich hier bei Ihnen auf. Bei mir? Frau Knob, Sie haben meine Tochter immer beschützt, aber in diesem Fall ist es unangebracht. Sagen Sie mir bitte sofort, wo sie ist. Ihr gestrenger Herr Vater. Aha, also doch. Frau Knob, Sie brauchen ab Montag nicht mehr wiederzukommen. Das ist gut. Und du packst sofort deine Sachen und kommst mit mir. Da ehrst du dich, das tue ich nicht. Von Heike. Ach, lassen Sie mal Frau Knob, das mache ich schon. Du weigerst dich also, mit mir zu kommen. Ja, wie du gehört hast. Sag mal, was ist denn eigentlich in dich gefahren? Packst du Hals über Kopf deine Sachen und verschwindest? Ich wundere mich nur, dass dir das bei all deinen geschäftlichen Verpflichtungen überhaupt noch aufgefallen ist. Ach, meine Tochter in einer Mietskaserne. Ja, in einer Mietskaserne, in einer ganz kleinen Kammer. Aber ich wohne mit Menschen zusammen, die auch mal von anderen Dingen reden, als nur über Geschäfte. Du vergisst, dass du Verpflichtungen hast, mein Kind. Verpflichtungen, das sagst du mir. Hast du je darüber nachgedacht, dass du auch Verpflichtungen mir gegenüber hast, als Vater? Ich habe meine Eltern noch nie richtig gekannt. Ach, wenn ihr wüsstet, wie ich euer Leben immer gehasst habe und wie ich das Geschäft hasse, das euch nie für mich Zeit ließ. Wie war es früher doch schön, als wir die kleine Werkstatt hatten? Jeder Mensch will schließlich weiterkommen. Du, dagegen habe ich nichts, aber es gibt auch Grenzen. Kommst also nicht mit mir zurück? Nein, Vater. Na schön. Du bist mündig, musst wissen, was du tust. Zwingen kann und will ich dich nicht. Tue also, was du für richtig hältst. Erwarte aber keinen Pfennig von mir. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Schön. Ich glaube nicht, dass ich diesen Weg noch einmal mache. Noch steht dir mein Haus offen, aber es könnte einmal zu spät sein. Wiedersehen, mein Kind. Leb wohl, Vater. Von Heike, ich habe das alles mit angehört. Wollen Sie nicht doch lieber wieder? Nee, Frau Knob, ich will nicht lieber. Ich bleib hier. Und nun kommen Sie, Mann, sonst wird uns noch der Kaffee kalt. Herr Brummer, haben Sie das eben gehört? Ja, natürlich. Brummer, haben Sie das eben gehört? Ja,
Ihr Untermieter, das ist gar kein Untermieter, das ist eine Untermieterin. Ah. Ja, und junge Dern oder sowas, genau, konnte ich das nicht feststellen. Jedenfalls hat das hier eben bösen Krach gegeben. So, warum denn? Ja, das weiß ich nicht genau, ich habe leider nie eins mitgekriegt, aber so viel ich gehört habe, hat sie ein Kind mit ihm. Was? Ja, sie hat nämlich gesagt, hast dich noch nie um deine Tochter gekümmert und du hast auch Verpflichtungen als Vater. Du denkst dich bloß mal an, nicht? Was gibt das bloß für Menschen, nicht? Oh, du siehst, dass sie auch sich schon nicht... Das steht ihn aber gut, Herr Brummer. Ja, ich kann mir ja denken, wie das hier passiert ist. Er sah nämlich aus wie ein Generaldirektor. Und sie ist bestimmt seine Sekretärin gewesen. Na ja, und da ist das denn passiert, ne? Man weiß ja, wie das so geht, ne? Und mit so einer Person wohnen wir hier nur unter einem Dach. Herr Brummer, Herr Brummer, das war Ihnen, das gibt hier einen bösen Kuddelmuddel. Denken Sie an meine Wörter. Ja, aber das kann ich mir gar nicht denken, was Sie mir da erzählen, Frau Boll. Fräulein Heike, die hat auf mich den allerbesten Eindruck gemacht. Das scheint doch eine ganz nette Dern zu sein. Abwarten, Herr Brummer. Glauben Sie mir, Mann, ich kenne sowas. Sagen Sie mal, mochten Sie den Bord nicht mehr? Oder warum haben Sie ihn sich abnehmen? Na ja, sieht ja so auch viel schöner aus, ja. Nicht? Aber ich bin runter zu Frau Spring, mal sehen, ob die den Mann nicht gekannt hat. Die kriegen immer alles mit, was ja, hier im Haus passiert. Ach, Frau Boll. Ja, Herr Brummer. Wollen Sie nicht mal gleich Ihren Teller mit runternehmen? Ein Teller? Ja, den Sie mir da vor die Tür gestellt haben mit dem Berliner. Mit dem Berliner. Dieter? Ja. Ach, gib doch mal den Teller geben. Dieter, was denn das für ein Dieter? Es ist doch, das ist mein Neffe, der ist bei mir zu Besuch. Ach, wie schön für Sie, sind Sie doch nicht so alleine. Ja. Hier haben Sie denn so viel Bettplatz. Ja, ich hab doch hier meine Kammer. Was? Ne? Da schläft er? Na. Bitte schön, Frau. Und recht vielen Dank. Ach, bitte, Frau. Bitte, bitte. Hat ganz großartig geschmeckt. Na ja, wenn ich back, ne? Das ist doch der Teller von der Knobschen. Und die backt ihn Berliner. Na, das ist ja gediegen. Sind Sie die Untermieterin von Frau Knob? Ha, richtig geraten. Oh, da Frau Knob ja richtig mal Glück gehabt, dass sie so ein kleines Fräulein gekriegt hat, ne? Ist sie zu Hause die Beste? Ja, wollten Sie sich sprechen? Oh, nee, das ist eine Minute. Ich wollte ihr bloß den Teller vom Brummer wiedergeben und er lässt auch vielmals danken für die schönen Berliner. Oh Gott, ja, unsere lüde Frau Knob hat selbst nicht viel, so ein Armstaggel und dann gibt sie noch was ab, ne? Ich sag ja, geht ja nichts über eine gute Hausgemeinschaft, ne? Ja, da haben Sie recht. Ja, das müssen Sie wohl sagen. Sagen Sie mal, was war denn das für ein Herr, der eben hier war? Sah ja richtig nett aus. Herr? Na ja, der... Ach so, den mein ja. Ja, der war von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei. Von der Kriminalpolizei. Aber ich glaube, der war hier im verkehrten Haus. Der redete sowas von Anzeige wegen Verleumdung und übler Nachrede und all solchem Kram. Sag bloß, wer tut nun wohl sowas, ne? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Aber sie war doch so laut mit ihm. Ja, glauben Sie, ich lasse die Leute hier im Haus beleidigen? Nö, 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 nö. Auch wenn die von der Polizei sind, die dürfen noch lange keine unschuldigen Menschen verdächtigen. Nö, das dürfen sie auch nicht. Eins, zwei, drei, hängen Sie einem da was an, nicht? Und dann wird man noch eingesperrt. Ja, bitte. 3 bis 4 Jahre Zuchthaus gibt es für sowas, habe ich mal gehört. Halte auf. Für so ein bisschen Tratsch. Ach, entschuldige, Fräulein, ich glaube, ich muss mich mal ein bisschen hinlegen. Mir geht das gar nicht gut. Wissen Sie, ich habe das immer so mit der ollen Margarine. Migräne. Auf Wiedersehen. Frau Boll, das hätte ich ja beinahe vergessen. Das soll ich Ihnen ja noch von Herrn Tramsen geben. Was ist das denn? Eine Eintrittskarte für den Silvesterball in der Harmonie heute Abend. Ja. Als Anerkennung, weil Sie hier immer so schön aufpassen im Haus. Und er will auch extra einen schönen Platz für Sie freihalten. Sie, also das finde ich ja nur wieder nett von Ihnen. Und ja, hingehen kann ich ja. Mein Mann hat ja Nachtschicht, ne? Wenn man rein ins Vergnügen. Tschüss, Frau Boll. Tschüss. Also das hätte ich ja nun wirklich nicht gedacht von dem dicken Tramsen. Ah,
ich hab schon immer gemerkt, er hat ein Auge auf mich geworfen. Ja, Gott, immerhin, Schlachtermeister. Aber das hier mit der Kriminalpolizei, na, das kann ja noch was geben. Mann, ein Glück, dass ich nichts damit zu tun habe. Strömt herbei, ihr Zimbrianer. Da-di, da-da, da-da. Ach du lieber, das ist eine lange Nacht. Majestät sind vor ihrer Kemenate angelangt. Ich danke euch, edler Ritter, für das Geleit. Kavalierspflicht, euer Gnaden, Kavalierspflicht. Darf ich Hoheit nun in das Schlafgemach begleiten und euch sanft in das Prunkbett legen? Oh, das könnt ihr wohl so passen, was? Ich würde auch wirklich nichts gegen haben. Nee, mein lieber Mann, off limits. Donnerwetter, du redest auch perfekt auswärts. Ja, du musst dich doch auch als Miss Schinschiller. Prima Titel, kann man nicht anders sagen. Da bin ich auch mächtig stolz drauf. Ja, das kannst du auch sein, das wird nicht jeder. Was meinst du, was du nur für ein Stein im Brett hast bei Onkel Ewald? Ach du, das war aber auch nötig nach der großen Enttäuschung. Das Gesicht, als Frau Knob sich bei ihm hinsetzte, als wenn er eine Flasche Essig ausgetrunken hätte. Aber ja noch lange nicht so schlimm wie Tramsen, als ich Frau Gold bei ihm hinpflanzte. Du, der hat ja nicht einmal mit mir getanzt, so wütend war. Dafür hat Frau Bold ihn umso mehr rumgeschwenkt. Du, ich glaube, der hat 40 Pfund abgenommen, so wie der geschwitzt hat. Zuletzt hat er gesagt, er könnte nicht mehr. Ihm wären die Hosenträger gerissen. Dem haben wir das Fest ja gründlich vermiest. Diese alte Schürzenjäger. Psst. Ich sollte ihn doch trösten. Er ist doch so unglücklich verheiratet. Du, aber weißt du, mit Onkel Ewald, da kam mir das doch fast so vor, als wenn ihm das gar nicht mal so unsympathisch war mit Frau Knob. Ach du, die beiden passen doch eigentlich ganz gut zusammen, nicht? Die leben doch wie Katze und Hund hier. Die liegen sich doch dauernd in der Wolle. Was sich liebt, das neckt sich. Sagt man doch. Ist er schon zu Hause? Oh, denk doch nicht an. Als erster Vorsitzender muss er bis zum Schluss da bleiben. Er muss doch sehen, was der Letzte für einen Hut aufhört. Wie spät ist es denn? Ach du Elend. Es werde Licht. Boing. Gleich 3:30. Oh du, so lange auf dem Ball ist ja beinahe schon unanständig. Oh, mir ist die Zeit noch viel zu schnell gelaufen. Dieter, weißt du eigentlich, dass wir den ganzen Abend du zueinander gesagt haben? Und dabei haben wir noch nicht mal miteinander Brüderschaft getrunken. Das lässt sich ja nachholen. Und womit? Augenblick, werden wir gleich haben. Hier, aus meiner Medizinkiste. Was? Viel ist da nicht mehr drin, aber dafür langt das wohl noch. Ne? So, der Mann, Prost. Prost, Dieter. Heike. Tja, und nun? Und nun? Na, der Brüderschaftskuss, der gehört doch dazu. Ach so, ja. Entschuldige, Heike. Warum entschuldigst du dich denn? Naja, ich dachte, ich, der kleine Meister... Komm, kein dummes Zeug reden. Darauf kommt es an. Ganz allein darauf. Ach, du, war das schön heute Abend, das Fest mit dir. Ich will die ganze Nacht davon träumen und morgen gehen wir miteinander spazieren. Abgemacht? Ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Also, gute Nacht, Dieter. Gute Nacht, Heike. Und schlaf gut. Du auch. Ach, du Elend, ich hab keinen Schlüssel. Ja, wo ist der denn? Den hat doch Onkel Ewald für mich eingesteckt, weil ich keine Tasche hatte. Ach, du liebe Zeit. Das ist eine schöne Tasse Tee. Und was nun? Ja, was nun? Ich bin so müde, ich könnte umfallen. Tja, mein Süßen, dem bleibt uns nichts anderes über, als dass wir die Betten tauschen heute Nacht. Wieso das denn? Na, du schläfst in meiner Kammer. Und du? Ich? Och, ich setz mich hier so lange auf die Bodentreppe. Wird ja nicht mehr so lange dauern, bis Onkel Ewald kommt. Die Musik packt doch schon ein, als wir gingen. Ach nee, Dieter, du, das will ich nicht. Ach, wieso? Was ist denn dabei? Man ist so zimperlich. Hör mal zu und rein mit dir in die Haia. Gute Nacht, Dieter. Bemerkt
Miss Chinchilla? Ja? Mein Pyjama liegt am Fußende. Ach, ist das ein Mädchen. So müde bin ich auch, kann ich nicht anders sagen. Ob sie mich wohl auch ein bisschen gern hat? Doch. Ich glaube schon. So. Mensch, Dieter setzt hier bloß keine Flausen in den Kopf. So. Oh. Im Himmelbett ist das Gott nicht hier. Oh, Heike. Treppenhaus zum Schlaf. Ja. Nichts als Scherereien macht einer Bär. Wenn die das Trinken nicht vertragen können, dann sollen sie das doch gefälligst nachlassen. Ja. Dieter? Nee, nicht so, Herr Brummer. Komm, nehmen Sie mal den Karton hier und dann lassen Sie mich das mal machen. Ich werde deinem Vater schon zeigen, dass ich das kann. Ja, das ist ja gut, mein Junge, aber nun wach mal auf. Sie können hier doch nicht im Treppenhaus schlafen. Oh, der hat aber einen gesunden Schlaf, was? Der ist weit weg, ne? Herr Brummer, hören Sie mich gar nicht, ich bin das doch Frau Knob. Was? Frau Knob? Ja. Wo bin ich denn? Ach so, ja. Sagen Sie mal, was ist denn passiert? Weil Sie hier im Treppenhaus schlafen. Was? Ich? Ach nee. Na, endlich kommt ihr nach Haus. Also, hast du deshalb hier im Treppenhaus übernachtet, um das zu kontrollieren? Du wirst lachen, Onkel Ebert. Ja, ich habe auf dich gewartet. Was sagen Sie dazu, Frau Knopf? So weit kommt das noch, dass der Neffe den Onkel kontrolliert, weil er nach Hause kommt. Ja. Schäm dich, warst du! Psst, nicht so laut! Ja, doch laut! Ja. Jetzt brauch ich mir das gefallen zu lassen. Nö. Ich kann nur nach Hause kommen, wann ich will. Jawohl! Ja, ja, Onkel Ewald, das kannst du. Aber du gib mir mal erstmal den Schlüssel, ne? Was für ein Schlüssel? Na, für Heikes Kammer natürlich. Oh! Ja, das könnte ja wohl so passen. Hier ist ein anständiges Haus, ne? Jawohl! Merkt ihr das mal? Ja, ja, Onkel Ewald, du tümer nicht. Und gib mir den Schlüssel. Heike schläft da in meiner Kammer. Was? In Ihrer Kammer? Ja, Onkel Ewald hat ja Ihren Schlüssel eingesteckt. Ja, und weil ich auch gerne noch ein bisschen schlafen will, bist du wohl so freundlich und rückst den Schlüssel raus. Ja? Ninge. Soll ich das? Ja, wenn das so ist, dann tun Sie das mal, Herr Brummer. Gott, nee, die arme Dirn. Ist denn wenigstens ein anständiges Bett da drin? Naja, eine Sprungfeder piekst ein bisschen, aber sonst ganz manierlich. Ja, Sie? Nee,
deswegen mal nachgucken, nicht? Na? Gib mir mal einen Schubs. Jo, alle. Ist da einer? Nö, ist doch gar keiner. So, dann machen wir das so rein. Was ist das überhaupt für eine Art und Weise, so spät nach Hause zu kommen? Angenehme Ruhe, Wünsche. Und frohes neues Jahr. Ja, tschüss. Sie kommt nicht mehr. Kehr her, niemand. Sag du, das arme Tier wird dir ganz dick an. So, niemals wieder her. Sie sind ja ganz aus der Tüte. So kenne ich Sie ja gar nicht. Nee, ich mich auch nicht. Falsches Tier, was? Ja, das mag ja wohl sein, aber sagen Sie mal, was soll ich eigentlich damit? Na, hören Sie mal, Frau Knob, Sie kriegen den Hautgewinn in der Thrombose und der Na ja, ist doch wahr, ich kann das Tier doch nicht mehr zu Bett nehmen. Nee. Nee, das geht nicht, ne? Wissen Sie was, Herr Brummer? Können Sie das nicht zu Ihren Kaninchen in den Kasten tun? Ja, das kann ich. Das werde ich mal gleich machen. Jo. So. Aber vorsichtig! Nee, das geht nicht. Das geht nicht? Nee, das geht wirklich nicht. Warum denn nicht? Nee, das ist nämlich ein Bock. Nee, wissen Sie was, Frau Knob, ich werde Ihnen morgen drüben Kassen zimmern. Ja? Und dann stellen Sie den einfach so auf den Balkon wie ich. Ja, und dann laufe ich jeden Tag los und hole Kaninchenfutter, nicht? Ja! Nee, das Tier kommt in die Falle. Nee, das kann ich als erster Vorsitzender vom Kaninchenzuchtverein Zimbri A. nicht zulassen, dass so ein wertvolles Tier geschlachtet wird. Nein. Na gut, dann wird's ihm verschenkt. Sehen Sie, Frau Knob, das hat... So sind Sie eben, das merke ich doch immer wieder. Ne? Ich wollte Sie überhaupt noch mal was fragen. Ja. Frau. Aber vorsichtig, Herr Brummer! Vorsichtig! Ja, Sie müssen nun nicht denken, dass ich tun will. Das bin ich nämlich nicht. Aber ich muss da mal was von der Seele haben. Ja, wo drückt der Schuh denn, Herr Brummer? Na ja, Sie mögen mich ja nicht, das weiß ich ja nicht. So, wer sagt das denn? Mein Instinkt. Ah. Und Frau Boll. Ach, Frau Bold, ja, denn wird es ja wohl stimmen, ne? Ja, das tut es auch, denn Sie haben zu meinem Kapitän haben Sie Pickeldinge gesagt. und zu mir haben Sie Miesepeter gesagt. Oh, Brummer. Na ja, nun, Sie haben ja recht, Frau Knob, ich bin ja auch so ein alter Miesepickel. Aber wenn man immer so alleine ist, nicht, dann wird man mit der Zeit verknattert. Ja. Aber das ist Ihnen ein bisschen reichlich spät eingefallen, Herr Brummer, ne? Spät? Ja. Ach so, ja. Ja, spät, aber noch nicht zu spät. Nein. Denn 65 ist doch noch kein Alter, nicht? Ist es nicht. Und Sie mal, Frau Knob, Sie sind doch auch immer so allein, nicht? Und Sie sind doch noch eine Frau in den besten Jahren, nicht? Na, das ist ein bisschen übertrieben. Besten Jahre. Nee, Herr Brummer, von mir ist der Rahmen ab. So? Ja. Nee. Thank you.
Können Sie leicht noch einen Mann glücklich machen. Ich glaube, jetzt tünen Sie aber, wissen Sie was? Ja. So was bespricht man doch besser, wenn man nüchtern ist, nicht? Wissen Sie, ich koche jetzt eine schöne Tasse Kaffee und die trinken Sie bei mir und dann gehen Sie rüber und schlafen schön aus. Ja, das machen Sie. Und da habe ich mir extra für Sie den Bart abgenommen. Für mich? Ja, für Sie auch. Oh. Nun kommen Sie mal, Herr Brunner. Ehefrau Boldner, denn sonst gibt es hier wieder den schönsten Tratsch, nicht? Nee, also auf Frau Boldner lasse ich ja nun nicht kommen, nicht? Nee, die hat so schön die Treppe für mich gemacht. Und dann hat sie mir einen großen Teller voll Berliner vor die Tür gestellt. Was hat sie? Ja, ich habe ihr das ja natürlich bezahlt, nicht? Aber wer tut das heutzutage noch, nicht? Sie hat sich das bezahlen lassen? Ja, das habe ich eben. Kommen Sie, Herr Brummer, davon muss ich noch mehr hören. Ja, sie kommt nicht mehr. Mit in die Wohnung genommen. Nee, auch doch was für eine Frau. Also nicht für ein Funken Ehrgefühl. Dass er da auf reinfällt, verstehe ich ja nicht. Na ja, Männer. Wenn die mal ein bisschen Schnaps im Bauch haben, dann lassen sie aber alle Hemmungen fallen. Und sowas will nur Beamter sein. Kann man sich ja gar nicht wundern, wenn das so aussieht in Deutschland. Aber dass der Durchspann, das auch noch ausgerechnet sagen muss mit den Berlinern und mit der Treppe. Ich sehe, wie ich doch wieder zwischen rauskomme. Oh Gott, ich bin schon nicht auf den Kopf gefallen. Mir wird schon was einfach. Na nun, kommt doch noch einer. Tatsächlich, Tramsen. Ich habe mich, was will der denn noch hier oben um diese Zeit? Ich will, nein. Schnell nach dem Trockenboden, dass sie der mich nimmt. Schick das! Nun wollte ich wach bleiben und aufpassen, wann die nach Hause kommen. Und dann bin ich doch darüber eingeschlafen. Na nu, da ist schon noch Licht. Nee, nichts zu hören. Hat sich aber bloß brennen lassen. Fräulein Heike, ich bin das, Tramsen. Fräulein Heike, hören Sie mich? Ja. Fräulein Heike, machen Sie doch mal auf. Ich will mal eben was durchlangen. Ich habe was für Sie. Herr Tramsen, was wollen Sie denn von mir? Ach, ich wollte ihm bloß ein gutes neues Jahr wünschen. Und mich bei Ihnen entschuldigen, weil ich nicht einmal mit Ihnen getanzt habe. Ach, hat es nicht Zeit bis morgen? Nein, das lässt mir keine Ruhe. Ich habe kein Auge zugemacht. Oh, das tut mir aber leid für Sie. Manzu, machen Sie doch mal auf. Bloß eine kleine Spalte. Ich will mal Ihnen was durchlangen. Was denn da draußen? Ach, ich habe hier eine schöne Mettwurst für Sie. Eine Mettwurst? Oh! Na also, dann machen Sie doch mal auf. Aber bloß eine ganz kleine Spalte. Ja. Und ich gucke. Hören Sie? Nein. Ja, wo ist denn die Wurst? Ja, oh, da kommt einer. Lassen Sie mich rein. Man darf mich hier nicht sehen. Nein, nein, das geht auf keinen Fall. Gehen Sie schnell zum Boden rauf, da finden Sie keinen. Schick das raus! Schön aus, Herr Brummer, nicht? Ich danke auch schön für die Tasse.
Sie hat mir wunderbar geschmeckt. Na, das freut mich, Herr Brummer. Haben Sie denn den Schlüssel? Ja, den habe ich. Ja? Ja. Ja, ja, ich habe ihn. Und dann immer geradeaus. Ja, ja, ja. Guten Abend, Herr Brummer. Ja, ja, dann den guten Nacht, Frau Schnur. Da streiten sich die Leute rum, wohl um das werte Glück. Der eine, der ist furchtbar dumm, der andere ist verrückt. Ja, was haben Sie hier als Nachtgespenst auf dem Boden rumzukriegen? Und einfach einen Schreck einzujagen. Ich wollte ja bloß mal sehen, ob die Wäschemangel endlich heil gemacht worden ist, ne? So, um diese Zeit? Ja, ich wollte nämlich gleich nach Neujahr wollte ich mangeln. So, so. Ja, so, so. Aber was haben Sie denn hier mitten in der Nacht auf dem Boden rumzukrabbeln? Was hat das denn zu bedeuten? Sind Sie vielleicht mondsüchtig? Ich? Naja, Sie wissen doch, dass das Dach undicht ist und das wollte ich mal nachsehen. Um diese Zeit? Naja, das fiel mir gerade eben so ein. So, so. Ja, so, so. Und das geht sich auch gar nichts an. Ja, ja, ist ja gut, ne? Ich lass mich ja auch nicht nachts in meiner Wohnung besuchen wie andere, ne? Was soll das heißen? Ich mein, man so. Nee, nur mal raus damit. Was sollen diese Andeutungen? Meine Güte, was regen Sie sich denn so auf? Haben Sie vielleicht ein schlechtes Gewissen? Sie meine ich doch gar nicht. Aber hier, die Knopsche. Die ist eben mit Brummer in ihre Wohnung gegangen. Was, mit Brummer? Brummer, entschuldigen Sie, können Sie sich ein bisschen leiser unterhalten? Ich möchte ja noch schlafen, nicht? Das war doch... Schläft die doch tatsächlich bei ihm im Zimmer? Da müssen Sie sofort was gegen unternehmen. Haben Sie gehört? Gar nichts höre ich. Und da will ich Ihnen mal was sagen. Wenn Sie ein Wort darüber reden, was hier los ist und was Sie hier gesehen haben, dann kriegen Sie das ganz gehörig mit mir zu tun. Na. Haben Sie das begriffen, Sie Sappel-Kathrin? Was ich gesehen habe, habe ich ja wohl gesehen. Dann kann ich darüber reden, nicht? Na, der scheint auch keine reine Weste anzuhaben, der Tramsen. Ich krieg das ja doch noch raus, was der hier nachts auf dem Trockenboden zu suchen hatte. Frag einfach morgen früh mal seine Frau. Aber dies hier, das muss doch einfach unter die Leute gebracht werden. Na, das neue Jahr fängt ja gut an. Nee, sagen Sie mal selbst, das doch direkt. Hören Sie mal zu, finden Sie das nicht aus. Morgen, Frau Knorr, frohes neues Jahr. Danke, danke. Na, gut geschlafen? Ja, danke. Und was haben Sie auf dem Herzen? Ach, wissen Sie, ich habe die ganze Nacht ja kein Auge zugetan. Ich war ja schon vor 12 zu Hause, nicht? Bin auch gleich ins Bett gegangen, aber meinen Sie, ich konnte schlafen? Ich habe die ganze Nacht rumgewühlt, so hat mich das gequält. Na ja, man hat ja schließlich auch sowas wie ein Gewissen, nicht? Ach, haben Sie das, Frau Bolt? Ja, natürlich. Was denken Sie denn? War es denn noch schön gestern? Ja, danke. Ich habe mich prächtig amüsiert. So? Na ja, ich ja nicht so. Nee, also, in meinem ganzen Leben gehe ich zu Silvester doch nicht wieder am Karnickelball. Ja, da war doch kein Mensch, mit dem man mal ein anderes Wort reden konnte, als über Karnickel. Und denn die Musik. Ist denn sowas überhaupt noch Musik, was die heute machen? Man wusste doch nie, ob die Kapelle spielen oder ob der Kellner ein Tablett runtergeschmissen hatte, ne? Nun kommen Sie mal endlich zu Pott, Frau Bolt. Was wollten Sie denn eigentlich? Ja, also ich habe die ganze Nacht kein Auge zugetan. Ja, das sagten Sie schon. Ach, das habe ich schon gesagt. Naja, weil ich doch ganz vergessen hatte, Ihnen die 5 Mark zu geben, die Brummer mir für Sie gegeben hatte. Wieso? Brummer hat Ihnen 5 Mark für mich gegeben? Ja, doch, für die Treppe. Ach, das habe ich ja ganz raffiniert gemacht. Ich habe einfach zu ihm gesagt, ich hätte die Treppe gemacht und er sollte mir mal 5 Mark dafür geben. Und das hat tatsächlich auf einen gefallen. War das denn raffiniert von mir? Ja, das kann man wohl sagen.
Ja, und wo sind sie denn nun, die 5 Mark? Ja, ich wollte Sie gerade fragen, ob ich die nicht noch bis zum 15. behalten kann. Die habe ich nämlich Bäcker Tim gegeben, weil der mir sonst keine Brötchen mehr bringen wollte. Bloß, weil ich mal ein paar Wochen nicht bezahlt habe. Nicht? Und mein Mann, der kann so schlecht was anderes essen. Wissen Sie, das ist das Einzige, was wir uns noch gönnen. Morgens eine schöne Tasse Kaffee und ein Rundstück mit Butter. So, nicht? Ja, aber nun sagen Sie mal, was haben Sie sich denn nur für eine Geschichte ausgedacht mit den Berlinern? Mit den Berlinern? Ja. Mit den Berlinern, die Sie, Herrn Brummer, da vor die Tür gesetzt haben. Oh Gott, die Berliner! Ja, da ist euch ja auch auf reingefallen. Na, ich wusste doch, dass Sie in Streit mit ihnen lagen. Hab ich mir gedacht, sag's einfach, die sind von dir, denn isst er sie wenigstens. Was soll ich Ihnen sagen, er hat sie gegessen? Oh. Sie sind ja wirklich eine herzensgute Frau, Frau Boll. Ja, nö, ich kann das auch gar nicht, ab wenn die Leute immer so in Streit miteinander liegen. Ist ja auch mal gut, dass Sie sich mit Brummer wieder vertragen haben, ne? Der Mann, der steht ja so ganz allein. Und Sie brauchen auch keine Angst zu haben. Tratschen, das tue ich nicht. Oh, das kann jeder gerne wissen. Na, na, auch das andere. Was andere? Nee, 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 ich will nichts gesagt haben. Na, man kann das ja verstehen, nicht? Sie sind auch nur die ganzen Jahre allein, Frau Knoll. Sagen Sie mal, Frau Boll, worauf wollen Sie eigentlich raus? Meine Güte, regen Sie sich doch nicht so auf. Ist doch alles menschlich, nicht? Also gut, wenn Sie es nicht sagen wollen, behalten Sie es für sich. Aber das eine sage ich Ihnen, wenn Sie mit Ihrer Giftspritze noch mehr Geschichten über mich in Gang bringen, also dann ist das Maß voll. Dann zeige ich Sie an, wegen Verleumdung. Sie so, und jetzt haben Sie ja nichts mehr vor meiner Tür zu tun. Oh, ich bin aber ein für alle Mal genug von Ihrer Tratscherei. Also ich bin lieber... Oh, oh, wie kannst du mich so belassen? Ich sag sowas. Mich an solche Verleumdung. Oh, na, mal sehen, was er dazu sagt. Ausgeschlafen. Ich habe ja gedacht, Sie würden den ganzen Tag im Bett bleiben. Sie haben sich ja fix ein angetüdelt gestern. Na, war es denn noch schön? Danke, ich bin zufrieden. Ja, ja, das können Sie aber auch. Das war wirklich ein gelungenes Fest. Bloß schade, dass ich nicht bei Ihnen sitzen konnte, ja, ne? Ja. Aber Sie haben sich ja auch ganz gut mit Frau Knob unterhalten, ne? Ja, das habe ich. Ach ja, das freut mich richtig für Sie. Sie kommt so wenig unter Menschen. Und wie sah sie nett und adrett aus gestern, ne? Sonst noch was? Ja. Das man auch bloß nebenbei, Herr Brummer. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie sollen mal ein bisschen mehr Acht auf Ihren Neffen geben, ne? Auf meinen Neffen? Ja, ich meine, mir geht das ja nichts an, aber man weiß ja, wie das so geht, ne? 1, 2, 3 ist das Malheur da. Was meinen Sie damit, Frau Boll? Ja, ich meine, Sie brauchen Ihnen nicht gerade erzählen, dass ich das gesagt habe, aber wissen Sie, was ich gesehen habe? Na? Die Dean war doch tatsächlich heute Nacht bei ihm im Zimmer. Ja, ich weiß, er ist ein netten Junge, er kann nichts dafür, aber die Dean heutzutage, oh, aua, aua, aua. Das stimmt aber nicht, Frau Boll, was Sie mir da sagen. Was? Das stimmt nicht. Nein, mein Neffe war gar nicht in seiner Kammer. Und nun will ich Ihnen mal in aller Ordentlichkeit mal was sagen. Bleiben Sie mir in Zukunft von der Tür mit Ihren Lügen und Tratschgeschichten. Mit meinen Lügen? Da will ich nichts mehr von wissen. Herr Brummer, ich will nicht erst... Oh! War nicht in sein Zimmer, das kann er mir doch nicht erzählen. Oh, hier steckt ja wohl die ganze Bagage unter einer Decke. Na, warte, Tramsen soll das bezeugen. Wollte ja sowieso seine Frau noch fragen, was der hier nachts auf dem Trockenboden zu suchen hat. Oh Gott, der Kriminal. Guten Morgen. Ach, Sie wollen wieder zu Frau Knob. Ja, wenn Sie nichts dagegen haben. Oh nein, ich bewahre. Ist auch gut, dass Sie sich hier mal ein bisschen um kümmern, nicht? Ich meine, so geht das hier im Haus ja auch nicht weiter mit diesen ewigen Tratschereien. Tratschereien? Nee, ich will nichts gesagt haben. Nachher heißt das wieder, ich bin diejenige, welche, nicht? Und ich habe gar keine Zeit. Ich muss meinen Mann Kaffee kochen, der hat nämlich Nachtschicht. Auf Wiedersehen, Herr Kriminal. Scheint nicht ganz klar im Kopf zu sein. Herr Seefeld. Guten Tag, Frau Knob. Ja, ich hätte gerne mal meine Tochter gesprochen. Ist sie da? Leider nein. Ist gleich nach dem Mittagessen weggegangen. So. Schade. Gar nicht schade. Wenn ein Vater sich so wenig um seine Tochter kümmert, hat er selber Schuld, wenn sie ihre eigenen Wege geht. Das sollte Ihnen doch zu denken geben, dass Ihre Tochter zu mir gekommen ist. Ja, das geht mir auch zu denken. Deswegen bin ich nämlich hier. Deswegen? Ich habe eingesehen, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Hoffentlich ist es nicht zu spät.
Nein, das glaube ich nicht. Nein? Aber wenn es so ist, entschuldigen Sie bitte vielmals, dass ich so mit Ihnen gesprochen habe. Schon gut, Frau Schlumpf, Sie haben ja recht. Oh, da kommen Sie schon! Ja, was nicht, ja doch! Darf ich den Dinger zeigen? Oh, Entschuldigung. Vater, von Heike. Lassen Sie nur, das mache ich schon selbst. No. Ja. Tag, mein Kind. Tag, Vater. Ach, würden Sie beide wohl so freundlich sein und so weiter. Allein lassen Sie. Aber würden Sie nicht bitte lieber rein? Nein, lassen Sie nur, Frau Klo. Das kann ich auch hier erledigen. Wie Sie wollen. Du warst spazieren, mein Kind? Ja, wir haben einen wunderschönen Spaziergang gemacht. Schade, ich wollte dich gerade zu einem Spaziergang abholen. Was, du? Ja, aber das hast du doch noch nie getan, ich weiß. Ja, mein Kind. Ich habe mich entschlossen, den ganzen Betrieb abzugeben. Du willst... Verkaufen oder verpachten, ja, ich weiß noch nicht. Jedenfalls will ich raus, damit du mir nicht davonläufst. Ach, Vater. Na, bist du nur mit mir zufrieden, ja? Du Augenblick mal, ich hab eine Idee. Peter! Ja, was ist, will er dir was? Peter, die Autoreparaturwerkstatt von Seefeld ist zu verpachten. Hättest du nicht Lust? Vater, darf ich dir Herrn Brummer vorstellen? Brummer? Angenehm, Silvia. Ach, sagen Sie, sind Sie verwandt mit der Firma Brummer aus der Schützenstraße? Ja, das ist mein Vater. So? Du, Vater, Dieter, ich meine natürlich Herr Brummer, nicht? Mhm. Der sollte morgen bei dir als Meister anfangen. Wäre es dir nun recht, wenn er als Pächter oder... Oder? Ich meine ja mal nur so, ne? Naja, wenn er der Sohn vom alten Brummer ist, habe ich nichts dagegen. Mit dem alten Brummer habe ich zusammen gelernt. Allererster Fachmann. Ja, wenn der Sohn es auch ist, dann will ich ihn wohl als Pächter oder auch als oder in Betrieb aufnehmen. Oh, Herr Brummer! Herr Brummer! Was ist los? Was ist los? Oh Gott, ich bin ganz durcheinander. Vater will das Geschäft an Dieter abgeben. Ist das nicht furchtbar? Ist das wahr? Das freut mich aber, mein Seefeld, das wollen Sie tun, um das Glück. Ich bin so glücklich. Nein, Sie kommen jetzt hier raus, aber warum bist du sorry, nicht? Lass mich hier doch nicht als Hüterchen sein. Lass ich nicht auf hier sitzen. Sie sollen das bezeugen. Hier. Was soll Herr Tramsen bezeugen, Frau Dass die Idee heute Nacht in seiner Kammer war. Was gibt es da zu bezeugen? Das stimmt ja. Bitte doch hören, ihr, das ergibt das selbst. Schreiben Sie das mal gleich auf, Herr Kriminal. Ja, aber er war doch gar nicht in seiner Kammer. Das habe ich ihm doch schon mal erzählt. War nicht? Das können Sie mir doch nicht erzählen. Wo war er denn? Da, in der Kammer hat er geschlafen. Na, das wird ja immer schlimmer. Wir haben mal für eine Nacht die Betten getauscht, wenn Sie nichts dagegen haben. Ach, denn stimmt das auch wohl nicht, dass Herr Brummer bei Frau Knob geschlafen hat, nicht? Was fällt Ihnen ein, Sie? Das ist ja unerhört. Herr Brummer hat eine Tasse Kaffee bei mir getrunken. Wer sich entschuldigt, klagt sich an, Frau Knob. Moment mal, Frau Bolt. Du bringst sich ja mal nichts in Gang, das kann ich bezeugen. Ich habe nämlich gesehen, dass Brummer in seine Wohnung gegangen ist. Also wieder ein Windei, Frau Bolt. Ach, Sie, Herr Tramsen? Was hatten Sie denn noch hier oben zu tun um die Zeit? Sehen, ob das dachdicht ist. Wollte ich auch, Sie Schreckschraube, Sie. Und wenn Sie noch einmal Ihre Nase in Sachen stecken, die Sie nichts angehen, dann sollen Sie noch ganz was anderes erleben, Sie Schludertante, Sie. Na, Herr Tramsen, nun mal nicht so hart. Naja, ist doch wahr, am nächsten ist das Weib ein gutes Haar. Ach, Herr Tramsen, Sie haben doch zu Frau Knob gesagt, dass es verboten wäre, die Kammer zu vermieten, damit Sie ganz beruhigt sind. Ich ziehe wieder aus, denn es ist wohl endlich Ruhe im Haus. Naja, das kann ich Ihnen ja auch gar nicht verdenken. 200 Mark für solche Dachkammer zu nehmen, unerhört ist das ja sowas. Wer sagt das denn? Hat Frau Bolt gesagt. Na, das ist unerhört. Kein Pfennig habe ich dafür genommen. Aber wenn Sie das getan hätten, würde Sie das ja auch nichts angehen, nicht? Denn Sie tun ja auch, was Sie nicht dürfen. So, was denn zum Beispiel? Sie machen Nitribit in die Wurst. Was tun wir? Was auch das denn? Hat Frau Bolt gesagt. Boah, also das ist... Na, Onkel Eva, sei du mal ganz ruhig. Du hast nämlich auch keine reine Weste. Ich? Wieso nicht? Na, du lässt doch dauernd das Licht im Kellergang brennen. Wer hat das gesagt? Ja, hat Frau Bolt gesagt. Herr Brummer Junior, fassen Sie sich mal.
man an ihre eigene Nase. Denn sie haben mir ja immer die Tüten mit den Brötchen geklaut, nicht? Was, ich? Wer hat das gesagt? Hat Frau Bold gesagt. Also an mir bleibt ja nur alles hängen. Das kann ich vorher, Kriminal. Ne? Ich habe nur gesagt, was ich gehört habe. Ja, und dann selber immer noch so ein bisschen dazu gedichtet. Ach, da sehen Sie, wie man vorsichtig sein muss, Frau Bold. Lügen haben kurze Beine. Was meinen Sie, wenn wir Sie nun anzeigen? Sie wissen doch, 3 bis 4 Jahre Zuchthaus kriegt man für sowas, nicht, Herr Kriminal? 3 bis 4 Jahre? Lebenslänglich würde sie kriegen. Sehen Sie, also mir soll das eine gute Lehre sein. In meinem ganzen Leben sag ich kein Wort wieder, das schwöre ich. Na, 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 na. Na, 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 na. Na ja, dann wollen wir diesmal noch mal Gnade für Richter gehen lassen. So, und ich bin dafür, dass wir Schluss machen und unser Glas leeren auf den Hausfrieden und auf ein gutes und gesundes neues Jahr. Eine glänzende Idee. Wie ist es, Frau Bold? Trinken Sie auch auf den Hausfrieden? Aber natürlich, natürlich. Ich bin ja von Natur aus ein friedliebender Mensch, nicht? Ich tratsche ja nicht über andere Leute rum, wie Frau Tim hier unten. Wissen Sie, was die Leute... Frau Bold! Nun sag ich gar nichts mehr. Prost! Prost!